Bienvenido und gut Kick hier aus dem Estadio Anoeta in San Sebastian. Ja, heute sind wir wieder hier und zwar zum Halbfinale der UEFA Women's Champions League. Und ihr seht es direkt, es gibt den größten Unterschied heute schon mal im Wetter. Denn am Freitag war es ja noch in Strömen am Regnen und heute den ganzen Tag Sonnenschein. An meiner Seite ist heute wieder mein geschätzter Kollege Andi. Andi, ich bin wieder froh, dass du hier bist und hoffe, dass wir ein richtig, richtig cooles Spiel sehen werden. Ja, ich bin auch froh, dass wir den Wölfe-Fans dieses Spiel wieder anbieten können. Und ja, du hast ja die letzten Tage deinen Teller immer ordentlich aufgegessen, deswegen wundert mich gar nicht, dass wir einen so strahlend blauen Himmel heute Abend hier haben. Richtig, ich habe meinen Spinat gegessen und alles steht bereit hier fürs Halbfinale. Heute Morgen, bevor es dann zum Stadion ging, haben wir aber noch ein kleines Interview geführt mit Ralf Kellermann und das könnt ihr euch jetzt einmal angucken. Ralf Kellermann, heute Abend steht das Champions League Halbfinale an gegen den FC Barcelona. Kribbelt es schon bei Ihnen? Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz besonderes Spiel. Es ist ein Halbfinale in der Champions League. Es begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Beide wollen Fußball spielen. Also die Vorfreude ist da, aber natürlich auch die Anspannung. Aber ohne Anspannung kann man auch keine Leistung bringen. Sie haben es angesprochen, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Also wie sehen Sie die Chancenverteilung heute Abend? Ja, wirklich 50-50. Ja, beide Mannschaften haben extremes Top-Niveau in Europa im Kader. Wir hoffen doch, dass wir unsere Qualitäten dann doch ein Stück weit mehr durchbringen werden, weil wir erstmal riesen Selbstvertrauen haben, weil wir wirklich gut drauf sind. Wir haben die letzten Wochen gut gearbeitet. Die Neuzugänge sind schon gut integriert und wir nehmen natürlich auch dann den Pokalsieg, die Meisterschaft und dieses tolle Viertelfinale mit ins Spiel. Und das wird uns eine Menge Rückenwind geben. Mit 31 Toren sind wir wirklich die absoluten Topscorer vorne drin im UWCL-Turnier und Barcelona hat bisher nur 2 Gegentore kassiert. Also was müssen wir heute Abend leisten, damit wir auch diese Mauer knacken? Ja gut, wir hatten natürlich in den ersten Runden auch Gegner, wo das Torschießen etwas leichter war, als es heute Abend der Fall sein wird. Nein, es kann sein, dass es sogar ein Geduldsspiel werden wird. Barcelona hat extreme Qualitäten in der Offensive, das heißt, wir müssen vielleicht geduldig spielen, dürfen auf jeden Fall nicht ins offene Messer rennen, aber trotzdem werden wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Wir wollen dominant Fußball spielen, wir wollen Ballbesitz haben, wir wollen wirklich Kombinationsfußball spielen und ich bin mir absolut davon überzeugt. Also hundertprozentig sicher, dass die Mannschaft heute ein ganz tolles Spiel abliefern wird und dass wir zu Torchancen kommen und am Ende dann ins Finale einziehen werden. Katalaninnen vom FC Barcelona und Andi, ich fand besonders interessant, dass Ralf Kellermann gesagt hat, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Und hier kommen sie auch schon raus ins Stadion, unsere Wölfinnen, und wir lassen uns euch jetzt einfach mal mit den Bildern alleine. Gesichter der Mädels gesehen, angeführt von der Kapitänin Alex Popp heute. Also ich glaube, viel fokussierter geht es nicht mehr. Jetzt gibt es natürlich noch das provisorische Mannschaftsfoto und so lange schauen wir einmal auf die Aufstellung, wo sich gar nicht mal so viel getan hat heute im Vergleich zum letzten Spiel gegen Glasgow. Es gibt eine Veränderung in der ersten Elf. Und zwar hier sehen wir es einmal, Dominique Janssen rückt rein für Lena Gößling in die erste Startaufstellung. Ansonsten bleibt alles wie beim Alten. Im 4-4-2 treten wir heute auf gegen die Katalaninnen vom FC Barcelona. Und dann schauen wir auch gleich mal auf die Aufstellung der Blaugranas. Hier sehen wir den Fairplay-Check der Kapitänin Alexia und Alex Popp. Und hier die erste Elf vom FC Barcelona, im Tor Sandra Paños und
ganz vorne drin gibt es eine kleine Überraschung, denn Lieke Martens steht nicht in der Anfangsformation, anders als von vielen vielleicht erwartet. Ist es Kaldentei, die heute für sie aufläuft? Und da muss man sagen, das ist die etwas defensivere Variante. Wir sehen es hier in einem 4-3-3, aber in der Regel spielen sie in einem 4-2-3-1 mit Putellas als offensiverem Faktor da. Aber ihr habt es gehört, Lieke Martens, die Niederländerin, zunächst auf der Bank und für sie in der ersten Elf. Heute Kaldentei, die Mallorquinerin. Und genau wie am Freitag wird es auch heute wieder einmal ganz kurz noch vor dem Anpfiff im Zuge der Black Lives Matter Bewegung den Kniefall geben. Ganz wichtige Geste in der heutigen Zeit. Absolut. So, die Uhr hat 20 Uhr geschlagen und der Ball rollt im Estadio Anoeta. Unsere Wölfinnen spielen von links nach rechts gegen den FC Barcelona. Und wir sehen ja auch vorne schon sofort Oshoala, die Nigerianerin vom FC Barcelona, die da sofort draufgeht. Eine Spielerin, die mit unglaublich viel Tempo und körperlicher Präsenz da vorne agiert. Das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel heute. Hier sehen wir auch unseren Trainer Stefan Lerch einmal, der auch wieder sehr fokussiert wirkt. Und da könnte es auch schon den ersten Angriff geben für die Spanierinnen. Hansen mit dem Abschluss. Caro Hansen, die wir natürlich bestens kennen aus ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg. Tankt sich da einmal durch und sucht den direkten Abschluss. Und man sieht sofort, das wird heute aber mal definitiv eine andere Partie als gegen Glasgow City FC am vergangenen Freitag. Aber davon sind natürlich auch alle Spielerinnen ausgegangen. Also es ist jetzt keine Überraschung, dass der FC Barcelona eine andere Hausnummer ist als Glasgow City. Aber ich glaube, genau darin liegt auch der Reiz, Andi. Man möchte sich mit dem Besten messen und davon sehen wir heute eine ganze Menge auf dem Platz. Jetzt Pop mit der ersten Flankemöglichkeit da aus dem Halbfeld. Starke Verlagerung. Svenja Huth, die sich da wieder mit eingeschaltet hat und die ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat gegen Glasgow, wird auch jetzt den Eckstoß einmal reinbringen. Gut mit rechts. Und jetzt kommen die Katalaninnen wieder mit viel Tempo, mit Oshoala, die sich da durchtankt. Aber Dominique Janssen steht da genau richtig und klärt den Ball zum Einwurf. Thank you.
Katrin Henrich auch heute wieder die einzige Neuzugängin in der Startformation. Versucht da das Aufbauspiel ein bisschen ruhig zu gestalten, aber ihr hört es ja auch schon von außen, die Lautstärke. Es sind natürlich auch heute wieder keine Zuschauer hier im Stadion, aber die Bank vom FC Barcelona macht eine ganze Menge Lärm. Und das spiegelt sich auch im Moment auf dem grünen Rasen wieder. Denn die Mädels in Blau-Rot greifen sehr, sehr früh an. Man sieht es hier schon in den Passbewegungen der Spanierinnen. Also das ist ganz im Stile des FC Barcelona. Ein Kontakt, kurze Körpertäuschung und dann der tödliche Pass auf Alexia. Das war der erste Versuch da, den Ball zwischen die Linien durchzuspielen. Und Andi, man sieht es glaube ich, also die verstecken sich hier aber mal überhaupt nicht gegen uns. Ja, absolut. Aber was anderes haben wir natürlich hier auch nicht erwartet. Man sieht auch recht deutlich, das, was du vorhin angekündigt hast, das 4-2-3-1. Also das ziehen sie durch. Und wir spielen, wenn man das so sehen kann, eine Tendenz von der Raute auch zu erkennen. Im Mittelfeld Ingrid Engen auf der 6 und davor Alex Popp. So, Dorsum, der war wichtig. Versucht den da durchzustecken. Alex Popp nochmal im Mittelfeld mit dem Versuch und dann geht es sofort wieder in die andere Richtung. Also ein sehr, sehr flotter Auftakt hier. Und Caro Hansen erkämpft sich da den Ball, die ehemalige Wölfin. Amraoui. Den Versuch da. So und jetzt Harder, wenn sie Räufe auf links sieht. Oh, starker sie. Pass. Fast. Bringt den Ball rein und der war ein Tick zu hoch. Ein Tick zu hoch für Pernille Harder. Da sehen wir sie, Ingrid Engen, die ja auch Doppeltorschützin war gegen Glasgow City. Jetzt könnte es schnell gehen über Hermoso. Kallenthal. Und Kallenthal damit Ochoala, die durchkommt und abzieht. Außennetz. Ja, das. Wir können es noch mal sehen jetzt in der Wiederholung. Da sieht man es, das geht blitzschnell. Ein Kontakt, dann wird der Ball da durchgesteckt und dann sofort der Abschluss gesucht. Ja, aber Rieke wäre da auf Posten gewesen. Also im besten Fall hätte es da eine Ecke gegeben. Vielleicht an dieser Stelle mal ein kleiner Vermerk an euch da draußen. Heute sind wir übrigens nicht in der Tiefgarage,
Nein, heute haben wir es ins Stadion geschafft. Wir sitzen ja auf der Pressetribüne und haben das Spielfeld heute mal live vor Augen. Wir leben also nicht von Gerüchten, sondern heute können wir euch mit Tatsachen bedienen. So schaut's aus. So, Leila Ouabi bringt den Einwurf da. Die Linksverteidigerin, auch eine ganz feine Fußballerin. Wolfel macht das stark da auf der linken Seite. Pajor. Und Alex Popp versucht es mit dem Abschluss aus knapp 16 Metern. Na, ist ein Abschluss, ist mal ein Zeichen gesetzt, alles gut. Hier sehen wir es nochmal, Rolfe, die sich da super durchgetankt hat. Der Ball gelangt dann über Pajor bei Alex Popp. Und es geht hier direkt weiter. Immer die Kapitänin Alexia Putellas. Und jetzt gibt es Abstoß beim FC Barcelona. Und vielleicht ein kurzer Funfact zwischendurch. Viele, vielleicht manche von euch werden sich noch daran erinnern, die Partie hat es nämlich schon mal gegeben. Im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League 2014 war das. Damals haben sich die Wölfin mit 3:0 und 2:0 durchgesetzt. Allerdings muss man ganz klar sagen, seitdem gab es einen Konzeptwechsel beim FC Barcelona und es hat eine stetige Professionalisierung der Frauenabteilung stattgefunden. Zum einen beim FC Barcelona natürlich. Von unserer Seite sind tatsächlich 5 Spielerinnen noch dabei gewesen. Alex Popp, Lena Gößling, Almut Schuld, Anna Blesse und Jaya Kapfi waren das. Also siehst du, auch bei uns im Kader hat sich so einiges getan. Aber Andi, da hast du, darf ich an dieser Stelle glaube ich sagen, da hast du wirklich recht. Weil das natürlich eine ganz, ganz andere Mannschaft des FC Barcelona damals war, als wie wir sie heute kennen. Heute haben sie Atletico Madrid, die ja, ja Abo-Meister waren in Spanien, vom Thron verdrängt und haben diese ja auch im Viertelfinale durch das Tor von Kera Amraoui mit 1:0 nach Hause geschickt. Butellas leitet den Ball da direkt weiter auf Ochoala. Und das ist auch die Stärke hier von Alexia Putellas. Wir sehen es, die Balleroberung im Mittelfeld tankt sich da durch. Und jetzt gibt es den Eckball für den FC Barcelona. Getreten von Caro Hansen. Und da müssen wir besonders auf Ochoala achten. Die da auch versucht zum Kopfball hochzusteigen und stark! Kurz einmal richtig gefährlich und auch laut, jetzt fordern die Spielerinnen vom FC Barcelona da einen Elfmeter. Ochoala, wir haben es angesprochen, müssen wir darauf aufpassen, steigt da auch hoch am kurzen Pfosten. Video gibt's nicht. Oh, und da bin ich mir nicht sicher, das müsste ich nochmal aus einer näheren Perspektive sehen, ob Katrin Henrichs da wirklich mit der Hand am Ball war. Wir haben natürlich auch die ein oder anderen spanischen Kollegen hier oben sitzen, die das Ganze sehr, sehr lautstark kommentieren und
Da sind wir froh, dass der Kölner Keller. Da würde ich mal sagen, da haben wir Glück gehabt, oder? Also das hätte man durchaus geben können. Also Schwein gehabt für die Wölfe in der 13. Minute, dass es hier keinen Elfmeter für den FC Barcelona gab. Also da müssen wir sagen, an dieser Stelle haben sich die Kollegen hier aus Katalonien zu Recht aufgeregt. So fair müssen wir sein. Also ja, das war die andere Szene jetzt. Es geht weiter mit Schiedsrichterball. Ja, also an dieser Stelle können wir definitiv sagen, dass der Fußballgott für einen Moment das VfL-Trikot getragen hat. Also sehr, sehr viel Glück gehabt in dieser Situation. Wieder Hansen im Strafraum und der Ball kommt sofort zurück. Die Mannschaft hat sich sofort wieder gefangen und versucht, den Ball da nach vorne zu treiben, aber immer wieder Alexia Putellas da im Mittelfeld, die Kapitänin der Katalanen mit der Balleroberung, die auch gebürtige Katalanin ist, also eine wahre Ikone da beim FC Barcelona. Boah, das war stark gespielt. Mike, wie hast du unsere Wölfinnen heute Morgen erlebt? Heute Morgen? Ach, da kann ich nur sagen, relativ fokussiert eigentlich. Also
Da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Also man hat halt schon gemerkt, es geht jetzt langsam Richtung Endspiel. Heute steht das Halbfinale an und die Mädels wollen einfach. Die wollen einfach, das hat man auch die letzten Tage gemerkt, auch im Training. Und das bringen sie heute definitiv auch auf den Platz. Aber wir haben es eingangs schon erwähnt, heute geht es halt nicht gegen Glasgow, sondern es geht gegen FC Barcelona. Und man sieht das auch schon hier vom Auftritt. Ist eine ganz, ganz andere Partie als am Freitag. Absolut, aber man muss sagen, so jetzt in den letzten 3-4 Minuten schaffen wir es, mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen, ohne jetzt zwingend im Strafraum Aktion zu haben, aber es ist schon strukturierter jetzt einfach bei uns. Ja, und es ist auch zwingend notwendig. Jetzt sehen wir hier Alex Popp, oh, die sich da... Ist sie unglücklich aufgekommen? Wir schauen nochmal auf die Szene. Wird da hinten, kriegt da den Pferdekuss, glaube ich, einmal ab. Einmal das Knie in Richtung Steißbein. Das Becken war's. Sehr, sehr schmerzhaft. Tut weh. Versucht's da noch. Und es gibt den nächsten Eckball für unsere Mädels. Sie versuchen, ihre körperliche Überlegenheit auszunutzen. Ah, schade. Teuterin kommt da nicht ganz hin. Und auch da wieder der Versuch des ganz, ganz schnellen Umschaltens, aber unterbunden von Alex Popp, die da immer noch ein bisschen am Humpeln ist. Wie sagt man so schön, das musste rauslaufen. Den Schmerz musste rauslaufen, so sieht's aus. Den Ball da links raus aus Rolfö. Die mit dem Versuch der Hereingabe aber wieder gestört. Und ich finde, das, was man vorher auf dem Papier gesehen hat, das spiegelt sich auch auf dem Platz heute wieder. Ein Duell auf Augenhöhe. Unsere Offensive natürlich mit 31 Toren die beste im Turnier bisher. Ein Gegentor erst kassiert. Aber die Katalaninnen haben halt auch erst 2 Gegentore kassiert. Und hier sehen wir auch warum. So, und jetzt gibt es die nächste Ecke und das kann natürlich immer gefährlich werden. Auch jetzt, Ball wird rausgefaustet. Joel Wedemeyer mit dem Nachschussversuch und im zweiten Nachfassen hat sie da den Ball, die Torhüterin vom FC Barcelona, Sandra Paños. So, Rika Abt wird da in Bedrängnis gebracht und der Ball landet über Hermoso bei Alexia, die den Ball wieder raustreibt. Leila. Ambaui, die Spielerin mit der Nummer 10. Und Torschützin aus dem Viertelfinale treibt den Ball da nach vorne. Aber auch wenn das ganz schick aussieht, was die Mädels vom FCB da jetzt leisten in den ersten 23 Minuten. Gesundheit, Andreas.
in den ersten 23 Minuten bisher durchgekommen sind es auch nicht so oft, oder Andi? Ja, ist halt, wie du schon am Anfang angekündigt hast, ein Duell auf Augenhöhe. Wo wir nicht allerdings so ganz auf Augenhöhe sind, muss man leider zugeben, ist im Social-Media-Bereich. Da führen die Katalanen mit 292.000 Followern bei Twitter gegenüber unseren 9.600. Aber bei weiterem erfolgreichem Abschneiden kann sich das natürlich noch ändern. Vor allem Instagram liegen wir auch knapp hinter ihnen. 2,1 Millionen hat der FC Barcelona und wir 52.000. Also, lasst gerne da auf beiden Kanälen ein Like da, genauso wie hier auf YouTube. Freuen wir uns drüber und ja, wir bieten euch eine Menge Content zu unseren Wölfen, und zum VfL Wolfsburg ans Allgemeine. Richtig, jetzt landet der Ball bei Rolfe da ganz schnell und das hätte die gefährlichste Aktion des Spiels werden können einmal. Da waren sie ein bisschen überrascht, die Mädels aus Katalonien, über Ingrid Eng, die den Ball direkt durchspielt auf Rido Rolfe, die vielleicht noch den einen Schritt mehr hätte gehen müssen. So, Andi hat es eben angesprochen, der FC Barcelona Social Media technisch zumindest schon mal vorne. Aber wie er es auch gesagt hat, das kann sich ändern. Lasst ein Like da, abonniert uns. Und auch heute können wir wieder sagen, danke, dass ihr so zahlreich da seid und euren Feierabend mit uns und den Wölfen verbringt und drückt natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt mit dem Finaleinzug. Denn da wollen wir hin. Hier sehen wir es ganz gut. Ein sehr, sehr strukturierter Auftritt von beiden Teams hier. Da will sich keiner in die Karten schauen lassen. So. Jetzt versucht Harder da einmal den Ball durchzuspielen auf Eva Pario, aber wieder den einen Tick zu spät gespielt da. Oh, und jetzt eine ganz feine Annahme da vom Trainer vom FC Barcelona. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber nimmt den da mit der Hacke an, Luis Cortés, der 34-jährige Trainer, der seit 2019 die Damen des FC Barcelona trainiert und vorher bereits als Analyst und Co-Trainer aktiv war. Zu seiner aktiven Zeit hat er Mittelfeld gespielt. Vielleicht da schon seine strategischen Eigenschaften ja, erlangt. Das kann ja sein, das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen im Fußball, dass viele, viele Mittelfeldspieler tatsächlich später auch Trainer werden. Wenn wir an Pep Guardiola denken, jetzt Andrea Pirlo. Stefan Effenberg und zuletzt natürlich Andrea Pirlo bei Juventus Turin jetzt auch. Oh, ist das stark. Und das lange Bein dazwischen. Das lange, lange Bein dazwischen von Kera Amraoui. Aber hier die Aktion von Harder ganz stark gemacht, legt den Ball da vorbei. Und die nächste Ecke kommt von Svenja Huth. Richtung 11er Punkt. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Caro Hansen, wenn sie da durchkommt, aber der Ball war doch im Aus. Das haben wir doch gesehen, der Ball war im Aus.
Weil wenn der Ball da durchkommt, auf Oshoala, hätte, Fahrradkette. Dann hätte es wirklich gefährlich werden können, weil wir haben es angesprochen, eine sehr, sehr schnelle Spielerin. Man sieht es auch immer wieder, sie suchen sie jetzt, Hermoso. Sehr gut zugestellt an dem Raum. Kurzer Einwurf von Tom Technik. Ihr hört bei uns auf dem Kanal ein leichtes Brummen. Dafür können wir ausnahmsweise nichts. Das ist einfach ein Brummen, das hinter uns stattfindet. Dementsprechend kriegen wir es nicht aus unserem Mikrofon raus. Tut uns leid. Aber ihr seht ja die Bilder und das live und in Farbe. Und deshalb soll euch dieser kleine technische Fauxpas, den wir hier haben, nicht stören. So, und jetzt gibt es mal die erste längere Ballbesitzphase der Blaugrana. Aber unsere Wölfin stellen da das Zentrum sehr, sehr stark zu. Auch die Außen können nicht bedient werden. Ein auf taktischem Niveau sehr, sehr hohes Spiel hier. So, Oshoala, da sehen wir es mit viel. Oh, Tempel. Elegant! Aber Rika Abt lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Oh, und ich wollte gerade sagen, da war aber nicht nur der Ball im Spiel. Bei der Grätsche hier gegen Pernille Harder. Folgerichtig gibt es hier den Freistoß. Und die Möglichkeit für unseren nächsten Angriff hier über Svenja Huth. Und Pernille Harder, die versucht das Spiel hier an sich zu reißen. Auch viel unterwegs. Damit Alexia, die wirklich die Denker und Lenkerin hier im Spiel ist.
Hansen über rechts mit viel Tempo zieht sie in den 16er rein, kann den Ball reinspielen mit der Finte, versucht den Pass auf Hermoso und die Kontergelegenheit für unsere Mädels über Pernille Harder gemeinsam mit Eva Pajor, Amraoui, die den Ball da im Mittelfeld gewinnt. Und ihr hört es von außen, die Ersatzspielerin des FC Barcelona, die hier eine ganze Menge Lärm machen, feiern hier wirklich jeden Ballgewinn. Und daran sieht man auch mal die Ambitionen und den Ehrgeiz hier unseres Gegners. Kalintay. Mit dem Versuch, da Hansen wieder ins Spiel zu bringen. Und jetzt kann es schnell gehen. Eva Pajor, komm, tank dich durch. Aber da geht die Fahne hoch. Abseits und damit wieder Ballbesitz für die Frauen vom FC Barcelona. Katrin Henry ist da super aufgepasst gegen Ushuaia. Hansen gemeinsam mit Hermoso auf Ushuaia, die in Strafraum einzieht und den Abschluss sucht. Und da wurde es direkt wieder brandgefährlich. Aber wir schauen mal. Da gab es, glaube ich, einen bösen Zusammenstoß. Abt und Henrich liegen da auf dem Boden. Ushuaia auch. Schauen wir nochmal auf die Szene hier. Hansen mit dem Außenrisspass auf Ushuaia. Und die dann, ja, ganz unglücklich mit Rieke Abt und Katrin Hensen da zusammenprallt. Hoffen wir, dass sich da keiner ernsthaft verletzt hat. Aber alle Beteiligten stehen schon wieder. Assisat Ushuaia, zweimalige Afrika-Cup-Siegerin aus Nigeria. Wir haben es angesprochen. Sehr, sehr aggressive Spielerin mit viel Tempo. Aber in dieser Szene war es einfach unglücklich. Der Zusammenprall da mit Katrin Henrich und Rieke Abt. So, jetzt Eva Pajor mit der Möglichkeit. Kommt mit Tempo, spielt den Ball raus auf rechts. Svenja Huth nimmt den Abschluss. Und einen halben Meter geht der Ball da drüber. Hätten wir uns gewünscht, dass ein bisschen mehr draus entsteht. Aber klasse gemacht von Pajor da. Schade, schade. Aber ihr seht hier Chancen auf beiden Seiten. Und man sieht auch immer recht deutlich, mit einem Abstoß von Barcelona lassen unsere Wölfinnen immer eine Seite frei und versuchen dann, das Spiel auf diese Seite zu verlagern. Also es ist eine bewusste taktische Maßnahme. Ja.
ja, Leila, die den Ball da abtropfen lässt. Und Hader kann den mitnehmen und es gibt die nächste Ecke. Die fünfte insgesamt. Jansen da mit dem langen Ball. Und Pernille Hader mit der versuchten Hereingabe, aber es gibt den nächsten Eckball. Wieder über Svenja Huth. Bringt den Ball. Und der kommt durch zu Alex Popp. Kommt, zieh ab! Kera Amraoui ist da dazwischen. Und jetzt kann es schnell gehen über Asisat Oshoala. Aber wieder super zugestellt da. Der Raum. So, Alexia und Kaldentai da im Mittelfeld. Also man sieht es hier auch wieder, ein Kontakt, sehr, sehr flüssige Bewegungen. Das sieht schon richtig stark aus. Auch hier wieder Alexia mit der Hereingabe. Oh, und das ging ein bisschen zu schnell da. Caro Hansen zieht ab und trifft das Außennetz. Mann! Das ging da aber ein bisschen zu einfach. Wir schauen es uns noch mal an. Das wäre wieder so eine blöde Ausgerechnet-Geschichte gewesen. Wenn Caro Hansen da getroffen hätte für den FC Barcelona hier mit einem Pass. Ja, das kann dann natürlich passieren, wenn du so schnell zum Gegenpressing rausrückst, ist dann halt manchmal auch ein Mann frei oder in dem Fall auch eine Frau. Mariona Kaldenthal bringt den Ball da durch und dann Hansen mit viel Tempo. Versucht er, den ersten Pfosten anzuvisieren. Ja, gute Verlagerung. So, und jetzt wieder der Konterversuch da über Hader, Rolfö. Jetzt fehlt Pi natürlich im Strafraum. Rolfö bringt ihn, da ist Svenja Huth mit dem Abschluss. Das wäre es gewesen. Hat da nicht den genügenden Druck hinter dem Ball bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Hier sehen wir es nochmal. Klasse Flanke da. Von Frido Rolfö und Svenja Huth mit dem versuchten Kopfball. Schade. Aber das macht Mut für mehr. Wir sehen es immer noch. Chancen auf beiden Seiten. So spielt den Ball da durch auf Hansen und die könnte Oshoala in der Mitte sehen. Oh. Das ist auf meinem Zettel die erste Ecke, aber ich glaube, es gab schon die eine oder andere. Es gab schon die eine oder andere Ecke. Hier Hansen, die den Ball reinbringt auf Asisat Oshoala. Auch hier, wir sehen es, wenn die mal durchkommen, die Mädels vom FC Barcelona, dann geht es wirklich blitzschnell. Immer wieder über Hermoso und Alexia. So, und diese Ecke wird auch getreten von Hermoso. Alex Popp hat da was abbekommen. Unten am Fuß wird getroffen von Amraoui. Ja. Hält da den Schlappen einmal nach oben. Aber auch hier eher unglücklich als böse Absicht. Insgesamt muss man sagen, eine faire Partie hier
im Estadio Anoeta in San Sebastian. Ja, Alexia, die sich da durchtankt und gefoult wird von Ingrid Eng. Alexia, die Spielerin mit der Nummer 11, auch die beste Torschützin der Katalaninnen mit 3 Treffern bisher hier im Turnier. Und da geht's ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, ob ihr den Aufschrei gehört habt. Die Kollegen vom FC Barcelona da hätten natürlich gerne gesehen. Haben das ein bisschen anders gesehen? Haben das ein bisschen anders gesehen, hätten vor allem auch gerne gesehen. Aber die Schiedsrichter mussten natürlich dass der Ball da gegeben wird. Aber das ist auch schön, das wollen wir sehen hier, Emotionen. Auch natürlich bei euch zu Hause. Nicht nur Arbeit auf dem Platz, auch richtig. Leidenschaft auf der Tribüne. So sieht's aus. Dann haben wir nämlich euch auch gerne bei uns im Chat aus. Also nee, den haben wir deaktiviert. Den haben wir deaktiviert. Hab ich ja, da waren leider ein paar Leute dabei, die nicht ganz so fair waren, wie es hier auf dem Platz zugeht. Ja, einfach ihre Ressentiments gegenüber Frauenfußball freien Lauf gelassen haben. Das sehen wir einfach nicht ein. Können sie woanders machen, nicht bei uns. Klare Kante. Und jetzt Caro Hansen mit dem Versuch, aber Rieke Abt hat da überhaupt keine Probleme. So, und eine Minute gibt es jetzt Nachspielzeit. Heißt, eine Minute nochmal hier die Gelegenheit für uns, vielleicht diesen Konter mitzunehmen. Dorsum versucht da den Rückpass auf Rieke Abt. Und auch das war wieder knapp. Und genau auf solche Situationen lauert sie halt, die Azizat Oshoala. Ja, und man weiß halt einfach auch, da hast du Gegenspielerinnen vom FC Barcelona. Da bist du dann auch nicht mehr so ruhig und abgeklärt. Vielleicht hat es einfach der Querpass getan, aber wenn du Druck bekommst, ist das auch eben nicht mehr ganz so einfach. Ja, und Druck ist ein gutes Stichwort. Also bisher wirklich eine sehr, sehr gute Partie. Immer wieder hohes Angreifen hier von den Mädels vom FC Barcelona. Und da gab es den Halbzeitpfiff. 0:0 steht es hier im UEFA Women's Champions League Halbfinale bisher. Wir lassen euch jetzt noch ein bisschen alleine mit ein bisschen Musik. Macht's gut, wir sehen uns im zweiten Durchgang. Not,
stop, we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place. With your loving soul and that beautiful face. No one can know about the days I spent in your embrace. You're no good for me, is what they're all gonna say. Let you go. I'll never let you go.
up, we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place. With your loving soul and that beautiful face. No one can know about the days I spent in your embrace. You're no good for when we go back, no one will know. So, und wir sind zurück hier im Estadio Anoeta in San Sebastian mit den zweiten 45 Minuten des UEFA Women's Champions League Halbfinals zwischen unseren Wölfinnen und dem FC Barcelona. Spielstand ist 0-0 und wir haben eine wirklich sehr, sehr muntere Partie gesehen im ersten Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten. Und los geht's im zweiten Durchgang. Unsere Mädels hier von rechts nach links. Wechsel gab es keine. Der lange Ball auf Eva Pajor, die da nicht hinkommt. Gut aufgepasst da von der Torhüterin Sandra Paños. So, für alle, die erst jetzt zugeschaltet haben, in der ersten Halbzeit haben wir eine wirklich flotte Partie auf ganz hohem Niveau gesehen, wo es Chancen auf beiden Seiten gab. Ballbesitz war ein bisschen mehr bei den Gästen hier beim FC Barcelona, die hier offiziell aufgeführt werden als Gäste heute. Es gab auch eine brenzliche Situation, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben. So, jetzt startet Pajor da durch, aber da geht die Fahne hoch. Genau, wie gesagt, es gab eine brenzliche Situation, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben, wo Katrin Henrich da den Ball an die Hand bekommen hat nach einem Eckball. Eingeleitet von Azizat Oshoala. Und da müssen wir wirklich sagen, da haben wir Glück gehabt, aber im weiteren Spielverlauf gab es dann immer wieder die ein oder andere gute Gelegenheit für uns. Aber man sieht hier halt auch beide Mannschaften. Barca bisher mit 2 Gegentoren, wir mit 1 Gegentor. Also da brennt nicht viel an, auf beiden Seiten nicht. Gibt es ja einmal den Freistoß für die Wölfin und dann gibt uns das die Gelegenheit, vielleicht kurz einmal auf den bisherigen Turnierverlauf vom FC Barcelona zu schauen. Also die haben sich
Die haben sich in der ersten Runde gegen Juventus Turin mit 2:1 und 2:0 durchgesetzt. Dann ging es weiter gegen Minsk mit 5:0 und 3:1 und eben in der letzten Runde gegen Atletico mit 1:0. Oh, da wurde es einmal fast gefährlich. Weißt du selber. Die ersten 5 Minuten gehören ganz klar uns. Das ist insgesamt die 7. Ecke nach meiner Liste. Ich muss mal eben einen Strich nachholen. Vielleicht sind wir auch erst bei der 6. Aber jetzt sollten wir unsere Körpergröße mal ausspielen. Mike, wie siehst du den Start in die 2. Halbzeit, die ersten 5 Minuten? Ja, auf jeden Fall besser als die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, wo wirklich der FC Barcelona so ein bisschen tonangebend war, wenn man das so sagen kann. Aber man sieht es halt auch hier wieder. Also beide Mannschaften sehr, sehr diszipliniert, wie sie hier auftreten. Also es gibt kaum ein Durchkommen, wenn es dann mal gefährlich wird. Dann geht es wirklich blitzschnell auf beiden Seiten, aber es kaum Fehler. Und jetzt kommt wieder Caro Hansen durch, kommt frei zum Schuss, bringt den Ball da durch. Und kaum haben wir es gesagt, kaum ein Durchkommen und da gab es sofort wieder die Chance für Caro Hansen, die auch schon im ersten Durchgang eine super Möglichkeit hatte, da das Außennetz getroffen hat. Und jetzt hier in der Box da versucht, da den Ball noch einmal abzulegen. Zum Glück, muss man sagen, hätte sie ja selbst den Abschluss gesucht, dann wäre es wahrscheinlich passiert gewesen. Aber auch da, ihr habt es gesehen, es ging blitzschnell. Immer wieder über flüssige Bewegungen da bei den Katalaninnen. Also die machen das schon richtig stark. Meistens ein Kontakt. Jetzt wieder mit Hansen und Hermoso. Die Nummer 9 Kaldentei, die hier ins Spiel gerückt ist für Lieke Martens. So, und jetzt könnte es mal die Kontergelegenheit für unsere Wölfin gehen. Über Svenja Hut, die da sofort gestört wird. Gelbe Karte da für Mariona Kaldentei, die 24-jährige Mallorquinerin, die das Svenja Hut gestört hat, musste sie, muss man schon fast sagen. Denn sonst wäre der Pass gekommen auf Eva Pajor, die natürlich blitzschnell ist und auf solche Situationen lauert. Schade. Aber auch das gehört dazu, zu wissen, im richtigen Moment dann einfach aus das Foul zu ziehen. Das ist, zeigt dann auch Klasse. Zu unserem Nachteil leider. Pajor tankt sich da super durch, spielt den Ball und sieht Pernille Harder, die abzieht. Gestört in allerletzter Sekunde, aber da kommt der Ball wieder über Wedemeyer zu Ingrid Eng. Die den Ball wieder auf Joel Wedemeyer und Pajor mit dem versuchten Abschuss. Und schade, da wurde es wieder für einen kurzen Moment hier blitzgefährlich wieder. Brandgefährlich und blitzschnell, eher so. Über Eva Pajor und Pernille Harder. Aber auch hier, man sieht es, es hat schon Gründe, warum beide Teams so wenig Gegentore bisher kassiert haben. So, Pernille Harder wird da von Amroy gestört. Oh, war voll von Pi. Stimmt, hat es auf der anderen Seite gegeben. Haben wir anders gesehen? Aber wir haben ja auch nicht das Sagen.
Noch nicht. Noch nicht. Und da liegt wieder Alex Popp auf dem Boden. Was hat sie da was abbekommen? Steht jetzt schon wieder. Und jetzt über Hermoso. Alexia. Alexia. Hermoso. Hermoso. Aber deswegen ist Fußball Teamsport. Wenn der eine ausfällt, hält der andere den Fuß zwischen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike, aber bei Amraoui denke ich immer WM 94 Carlos Valderrama. Ich meine, da warst du noch in Abrahams Wurstkessel, aber gut, vielleicht kennst du den trotzdem. Ja doch, jetzt wo du es sagst, also von hier oben gerade auch, sieht ein bisschen so aus. Kolumbianer, ne? Ja, absolut. Ganz starker Mittelfeldstratege. Genau das gleiche trifft natürlich auch auf Kera Amraoui zu. Also zieht hier gemeinsam mit Alexia Putellas die Fäden im Mittelfeld. So, und ihr seht es natürlich auch heute wieder, es werden leider keine Zuschauer weiterhin zugelassen zu den Spielen. Aber wir sind natürlich froh, dass ihr so zahlreich dabei seid hier und unseren Wölfinnen von zu Hause aus die Daumen drückt. Und deshalb auch nochmal hier der Hinweis, lasst gerne ein Like da, abonniert uns. Und dann könnt ihr euch auf weiteren Content zu unseren Mädels, aber auch zu unseren Männern freuen. Und da ist nicht nur was für grün-weiße Augen dabei, nein. Auch die neutralen Zuschauer werden da auf ihre Kosten kommen. So viel sei mal gesagt. Wo du gerade bei den Fans bist, die Fans des FC Barcelona werden auch Cooles genannt, was übersetzt Arsch heißt. Aber da gibt es auch eine Geschichte dazu. Früher bei einem alten Stadion saßen die Fans oben auf der Stadionmauer und wenn du dann außerhalb vom Stadion vorbeigegangen bist, hat man nur den Hintern gesehen. Und ich dachte schon, was gibt der Kollege da hier gerade von sich? Aber macht natürlich Sinn. So, Oshoala, Asisat Oshoala versucht da wieder an den Ball zu bekommen. Und ein zweiter kleiner Funfact am Rande, wenn man Barcelona googelt, trifft man sofort als ersten Treffer auf den FC Barcelona. Wenn man Wolfsburg googelt, trifft man Wolfsburg. Haben wir das auch geklärt? Infos, die die Welt nicht braucht. Könnte drüber stehen auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder über Svenja Huth mit der Hereingabe und Eva Pajo mit dem Fallrückzieher. Und Bruno Rothe mit dem Tor! 1:0 für unsere Wölfinnen! Eine unglaubliche Aktion da in der 58. Spielminute. Ball wird reingespielt von Svenja Huth. Eva Pajo mit dem Fallrückzieher. Und Frido Rolfö ist es, die den Ball da ins Tor schiebt. Goal! Und ich würde sagen, genau zur richtigen Zeit hier. Und hier sehen wir es. Ingrid Engel leitet ein, die Doppeltorschützin aus dem Viertelfinale. Über rechts da Svenja Huth mit der Flanke. Eva Pajor mit dem Fallrückzieher. Und dann ist es unsere Nummer 14. Fridolina Rolfe mit dem 1:0 für die Wölfinnen. So kann es weitergehen. Gut, dass wir getestet sind. So. Frido Rolf für die Torschützin. Das muss doch jetzt beflügeln. Kommt, Mädels. Joe Wedemeyer tankt sich da durch.
Scheinbar haben die Damen aus Barcelona zur Halbzeit umgestellt. Sie versuchen jetzt eine Dreierkette aufzubauen. Das ermöglicht uns natürlich Möglichkeiten. Das haben wir jetzt auch gerade ein paar Mal gesehen mit Joe Wedemeyer, die dann einfach durchbrechen kann, weil ein weiblicher Überzahl da ist. Es wird natürlich sehr interessant sein, jetzt zu sehen, wie die Mädels von Barca reagieren. Also du hast angesprochen, die Umstellung. Oh, jetzt gibt es da ein Durchkommen auf der linken Seite. Azizat Oshoala mit dem Kopfball. Und beschwert sich da direkt wieder. Wir müssen es uns nochmal angucken in der Zeitlupe. Steigt da hoch. Nach Flanke von Leila. Schauen wir es uns nochmal an. Und da weiß ich jetzt gar nicht, warum sie sich da so lautstark beschwert. Nee. Für mich war da nichts. Deshalb auch kein Elfmeter, der hier wieder lautstark gefordert wurde von der Bank des FC Barcelona. Und hier kommt der Einwand aus Wolfsburg. Rieke war dran, Mike. Da musst du wohl ein bisschen hier genauer hingucken, wa? Tja, aber da muss man doch nicht so einen Aufstand machen, also bitte. Ja, vielen Dank an den Kollege Felix. Grüße in die Heimat. Gut, Kick. Hansen jetzt mehr ins Zentrum mit Oshoala. Spielt den Ball Richtung Elferpunkt auf Hermoso. Kaldentei, Oshoala könnte da flanken. Aber bei aller Schnelligkeit und Aggressivität, das ist nicht unbedingt ihre Stärke da. Das 1 gegen 1 zu tun, da Rieke ab mit einer kleinen Unsicherheit und da wurde es fast gefährlich. Deshalb gibt es hier den Eckball für den FC Barcelona. Hier sehen wir es nochmal. Flanke kommt rein und dann kann sie den Ball nicht ganz fassen. Aber nochmal Glück gehabt da. Solche Szenen werden wir jetzt natürlich immer wieder sehen mit fortlaufender Spielzeit hier. Die Mädels vom FC Barcelona werden jetzt alles versuchen, um uns hier noch einen reinzuschenken. Und es bleibt natürlich auch die Frage offen, wann kommt Dieke Martens? Amroy. Nächste Ecke. Hermoso bringt den Ball da rein, da kommt der Kopfball und da war
mit engen. Und Alex Pop versucht da den Ball auf Svenja Huth durchzustecken. Aber Leila dazwischen. Und jetzt könnte es schnell gehen über Alexia. Alexia bringt den Ball auf Caro Hansen, die nicht drankommt. So, nach dem 1:0 ganz klar Barca jetzt spielbestimmend hier. Aber ist ja auch klar, ich meine, was sollen unsere Mädels hier für ein Risiko eingehen? Wir führen hier mit 1:0 im Halbfinale und da möchte man natürlich auch nicht unnötig was aufs Spiel setzen. Aber man muss natürlich. Getaped wird nicht nur auf dem Platz, nein, wir müssen ja auch gerade unsere Technik einmal abklären. So, und jetzt kommt Pia-Sophie Wolter ins Spiel für die Torschützin Fridolina Rolfe. Frido, den Applaus hast du dir verdient. Und Pia, bitte mach's genauso gut. Hier sehen wir jetzt nochmal das 1:0. Genau richtig gemacht, nicht lange überlegt, einfach draufgehalten da. Der Ball lag perfekt. Und so steht es hier nach 68 Minuten 1:0 für unsere Wölfinnen. Sehr, sehr konzentrierter Auftritt. Pajor da im Tal. Gut mit. Aber man muss jetzt sagen, was war das für ein sauber Befreiungspass von Joe Wedemeyer. Elegant in den freien Raum zur Mitspielerin. Richtig, richtig stark. Oder wie hast du es gesehen, Mike? Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also insgesamt ein sehr, sehr konsequenter, konzentrierter Auftritt hier von unseren Mädels, strukturiert im Spielaufbau. Gefällt uns sehr, sehr gut. Eigentlich lassen wir bei solchen Aktionen auch nichts anbrennen bisher. Kaldenthal bleibt da auch wieder hängen. Und über Amroy wird es da wieder versucht. Der Ball nach vorne zu spielen. Leila, Alexia. Aber wir machen es einfach gut hinten. Also wir stellen das super zu, da die Leute. Ja, wenn wir jetzt gefühlte zwei Busreihen vom 16er stehen, da kann nichts mehr anbrennen. Dann klopf Holz. So, so. Der arme Mike. So, und da sehen wir die neue Aitana, die viel Tempo, Dribbelstärke mit ins Spiel bringt und den Abschluss sucht. Aber den hat Rieke drüber geguckt, weggeguckt, so sieht's aus. So, und jetzt sind noch 20 Minuten zu gehen hier im Halbfinale. Und
da gibt es wieder die nächste Gelegenheit. Eva Pajor, die da wieder anzieht zum Sprint. Also die hat heute auf jeden Fall auch wieder ordentlich Meter gemacht. So, und der Spielaufbau da hinten über Maria Leon. Amrahi, die den Ball wieder versucht durchzustecken auf Caro Hansen, die ja zwei richtig gute Gelegenheiten hatte für den FC Barcelona. Caro Hansen, die ja von 2014 bis 2019 das grün-weiße Trikot trug und in ihrer Zeit hat sie ja ordentlich Titel gesammelt. 5-mal Folge Pokalsieger und 3-mal deutscher Meister. Da müssen wir aufpassen. Jetzt wird Svenja Huth da gelegt und ihr hört es, der Aufschrei ist hier groß, aber ich habe es definitiv genauso gesehen wie die Schiedsrichterin Marta Torrejón. Kam da, glaube ich, ein Tick zu spät. Svenja Huth kommt da über links und ja, schauen wir es uns nochmal an. Kann man geben. Ob man es muss, ist dann die andere Sache. Aber soll uns recht sein. Denn das ist genau das, was wir jetzt brauchen könnten. Den Freistoß hier aus knapp 16 Metern. Ich sag's ja, hart auf den 16er. Hart auf den 16er. Dann wird Joe ihn reinschmeißen. Ah, jetzt haben sie es doch gesehen. Also wir wären bereit für ein 2-0. Svenja Huth bringt den Ball da auf den zweiten Pfosten. Pernille Harder kommt hin und dann ist da ein Bein dazwischen. Sonst wäre Katrin Henrich eventuell da gewesen. Schauen wir es uns nochmal an. Ball auf den zweiten Pfosten über Harder und Katrin Henrich steht da eigentlich perfekt, aber dann geklärt von Alexia Putellas. Über Hansen da. Bringt den Ball rein. Und der könnte durchkommen. Er muss so mit dem versuchten Abschluss. Aber auch hier wieder fehlte der nötige Drive, den Ball da aufs Tor zu bringen. Man muss ganz klar sagen, der heilige Sebastian war auf unserer Seite. Hat sich doch gelohnt, gestern in die Kirche in San Sebastian zu gehen. Aber auch hier wieder eingeleitet von Caro Hansen, die den Ball diese Aktion da weiterleitet auf Marta Torrejón. Und bisher, muss man sagen, ist es immer gut gegangen da, weil die Mädels vom FC Barcelona da wirklich den letzten Punch nicht ganz drin hatten, um den Ball da mit dem nötigen Druck aufs Tor zu bringen. Liegt natürlich auch am Gegner. Absolut, wir haben es angesprochen. Wir wissen, dass hier der FC Barcelona auf dem Platz steht, aber natürlich wissen die Mädels in Blau-Rot da auch, dass hier der VfL Wolfsburg auf dem Platz steht. Dementsprechend groß ist natürlich der Respekt hier auf beiden Seiten. Und wir haben es gesehen, hier der Trainer der Katalaninnen, Luis Cortes, der sah nicht mehr so entspannt aus. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei fast 14.000 Freunden des Frauenfußballs zu bedanken. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mitfiebert. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da, bisschen Werbung in eigener Sache muss auch mal sein. Und ja, genießt weiter in den Abend. Genießt den Abend und vor allem feuert unsere Mädels an da draußen. Hermoso gegen Pia-Sophie Wolter, die das da ganz stark macht. Ganz stark und abgeklärt. Na, das möchte ich aber noch mal sehen hier. Stellt er gut den Körper rein.
Und dann gibt es den Freistoß. Den nächsten Wechsel beim FC Barcelona. Vom Spiel geht die Kapitänin mit der Nummer 11, Alexia Putellas, die beste Torschützin vom FC Barcelona, und ins Spiel kommt mit der Nummer 12, Patri. Auch bei uns wird gewechselt. Eva Pajor verlässt das Spielfeld, unglaublich viel unterwegs gewesen, und für sie reinkommt Pauline Bremer. Neuzugang von Manchester City. So, Pauline Bremer. Nochmal für die letzten 25 Minuten hier. Ihr müsst die kleinen mathematischen Kenntnisse von Mike entschuldigen. Es sind natürlich nur noch 15 Minuten. So sieht's aus. Haben wir uns kurz verguckt, aber soll zu entschuldigen sein hier bei der Spannung, die hier auf dem Kessel liegt. Wichtig ist ja der Spielstand. Wieder Hansen versucht sich dagegen, Wedemeyer durchzutanken. Stark im Dribbling. Und der Ball kommt da auch mal durch. Kaldentei. Patri mit dem Versuch. Und bisher ist's gut gegangen. Pernille Harder da auf Pauline Bremer. Pernille Harder kommt da durch. Zieht an Richtung 16er. Könnte abschließen, macht sie auch. Aber zu zentral der Abschluss da. Und es bleibt beim 1:0 hier. Caro Hansen zieht in den 16er, bringt den Ball gefährlich rein. Er muss so, kommt nicht ganz zum Ball. Aber Abstoß. Ja. Jenny Hermoso versucht sich da wieder zu beschweren. Der kam wieder gefährlich da von Caro Hansen mit viel Tempo, enge Ballführung, spielt sie den Ball da scharf und flach in den 16er. Und jetzt brechen die letzten 10 Minuten an hier im Halbfinale der UEFA Women's Champions League, wo es 1:0 steht für unsere Wölfinnen. Wir können bis hierhin auf jeden Fall sagen, Mädels, wir sind so stolz auf euch. Bringt die Führung nach Hause. Was denn so, Sebastian? Er muss so. Leila. Kaldentei.
den Konter geben über Svenja Huth. Die natürlich auch schon ganz viele Meter in ihre Beinen hat hier. Also muss man einfach mal so festhalten. Viel unterwegs gewesen, ähnlich wie Eva Pajor, die das Spielfeld bereits verlassen hat. Hansen. Setzt sich da gut durch. Versucht den Ball da wieder auf Hansen durchzustecken und Pop ist dazwischen und kann klären. Und jetzt kommen immer wieder die nächsten Bälle Richtung Spielhälfte unserer Wölfinnen. So, jetzt geht der Ball da auf links auf Leila. Die Linksverteidigerin mit der Flanke. Kaldendal versucht sie da mitzunehmen. Amrouaï. Wieder geht der Ball in den 16er. Da ist Hermoso. Kommt nicht ganz hin. Und der Abschluss da. Völlig überrascht war sie da. Aitana. Die hier ins Spiel gekommen ist für Alexia, die Kapitänin. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Lieke Martens ins Spiel. Heißt für uns Luis Cortés, der Trainer, der 34-jährige Trainer der Katalaninnen, versucht jetzt natürlich nochmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Bringt da gleich Lieke Martens ins Spiel und Vicky Losada. Konntest du dir erklären, Mike, warum Martens nicht von Beginn an gespielt hat? Ja, wir wissen es nicht genau. Also es kann natürlich immer sein, dass da irgendwie vielleicht im Training was passiert ist, aber in der Regel Lieke Martens natürlich gesetzt. Europas Fußballerin des Jahres gewesen, Weltfußballerin 2017 war sie auch. Europameisterin natürlich mit den Niederlanden, also hat schon fast alles erreicht. Und so eine Spielerin lässt man eigentlich nicht freiwillig draußen. Also ich will nicht sagen, es kann sein, dass der Trainer sich da verzockt hat, eventuell ein bisschen, aber... Das wäre natürlich der Fall gewesen, wenn sie nicht verletzt ist. Richtig, aber jetzt ist sie im Spiel. Lieke Martens, Nummer 22, die Niederländerin, hier ins Spiel gekommen für die Nummer 15. Leila für die Linksverteidigerin, das heißt, jetzt wird es richtig offensiv. Außerdem das Feld verlassen hat die Nummer 10, Amrouaï. Und bei uns neu im Spiel Lena Oberdorf für Alex Popp. So, jetzt werden sich natürlich auch Räume ergeben für unsere Mädels. Hier in den letzten 5 Minuten. Ihr habt es gesehen, Leila hat den Platz verlassen, die Linksverteidigerin, und für sie reingekommen
Lieke Martens. Und da ist sie auch gleich am Ball. Lieke Martens zieht an. Ja, man sieht jetzt recht deutlich, Barcelona hat die Viererkette aufgegeben, hat jetzt auf eine Dreierkette umgestellt. Ein Sechser davor als Abräumer, dann eine Vierer-Offensivreihe und ganz vorne dann eine Stürmerin. Jetzt, man kennt's, lange Hafer nach vorne und vorne hilft der liebe Gott, aber der liebe Gott ist heute ein Wolfsburger. Zumindest der Fußballgott, ich glaube, so viel lässt sich festhalten hier. Hier sehen wir Stefan Lerch, der natürlich angespannt ist jetzt in dieser Situation hier, knapp 3,5 Minuten vor dem Schlusspfiff. Mädels bringt es zu Ende. Natürlich zerrt das jetzt auch an den Kräften hier, auch beim FC Barcelona. Auch sie haben ja ein super Spiel gemacht hier. Leon bringt den Ball da auf Hermoso. Versuchen da jetzt Martens ins Spiel zu bringen. Kriegt den Ball mit dem versuchten Beinschuss da. Aber nicht erfolgreich. Halt den Teil. Weiterhin gut. Wir stellen da die Räume zu. Kein Durchkommen für Barca und deshalb gibt es jetzt nochmal die nächste Kontergelegenheit über Svenja Huth. 2 Minuten trennen uns hier noch von dem Endspiel. Ich möchte von oben herunterrufen, nehmt euch den Ball, geht zur Eckfahne, Arsch raus und dann Ball abschirmen, Ball abschirmen, Ball abschirmen. Aber nein, unsere Wölfinnen versuchen das spielerisch weiterhin. Birgt natürlich auch ein großes Risiko. Aber man sieht es auch hier, also der FC Barcelona am Rande der Niederlage und sie sind ja wirklich, also auch sie haben viele Meter gemacht. Und kommen da einfach nicht richtig durch bei uns, weil wir es richtig stark machen. Jetzt wieder Lieke Martens mit Kaldenthal da. Auch beim Einwurf, der Ball oder der Blick geht nach vorne, auch wenn der Einwurf jetzt nach hinten geht. Eigentlich, der Gedanke ist immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. So, und ich verabschiede mich an dieser Stelle jetzt auch einmal. Ich muss runter die Stimmen sammeln, die hoffentlichen Siegerstimmen hier. Leute, drückt die Daumen da draußen, dass es reicht fürs Finale. Aber ich bin mir sicher, jetzt wird kurz noch die Nachspielzeit angezeigt. Es gibt 4 Minuten. 4 Minuten noch Daumen. 4 Minuten? Und dann ist es soweit. Die Wölfinnen stehen im Endspiel. Leute, drückt die Daumen. Bis dahin. Macht's gut. Bring es nach Hause mit. Ärgerlicher Ballverlust.
Ruhig bleiben, Herr Kollege vom FC Barcelona. Ruhig. Mähen unsere Spielerinnen hier ab wie am Samstagnachmittag. Aber natürlich hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Vor allem Caro Hansen. Sehr, sehr starkes Spiel. Man hat heute richtig gemerkt, dass sie wollte, dass sie gezogen hat. Und glücklicherweise von uns nicht getroffen hat. Jetzt also die letzten Minuten sogar noch Überzahl für uns. Die letzten 90 Sekunden. Oh, da verzettelt sich Caro Hansen. Spiel rüber! Und jetzt Pia. Millimeter mit. Ab zur Eckfahne. Genau. Und den Einwurf. Leider doch nicht. Das ist wahrscheinlich der letzte Angriff des Spiels. Bringt es nach Hause. Joe kennt natürlich die Tricks von Caro. Jetzt auch unser Ballbesitz. Genau, Eckfahne, Ruhe reinbringen, das Spiel ganz entspannt nach Hause schaukeln. Ja, Spielzeit ist abgelaufen, es kann nur noch wenige Sekunden. Jetzt wie im Football. Hau ihn nach vorne. Wir spielen das konzentriert zu Ende. Das war's. Ich lege mich fest, das ist der Einzug ins UWL-Finale. Es gibt nochmal Einwurf. Die Schiedsrichterin hat anscheinend Gefallen an dieser Partie gefunden. Wir sind mittlerweile fast eine Minute über der angesagten Nachspielzeit. Eine Minute. Und das ist der Schlusspfiff. Finale, Finale Grande, Finale in der Champions League für unsere Wölfinnen. Was für eine Leistung gegen den großen FC Barcelona mit 1:0 niedergerungen. Semifinales de la UEFA Women's Champions League.
Das ist es also, das Finale für unsere Wölfinnen am Sonntag gegen, wir wissen es nicht, höchstwahrscheinlich Olympique Lyon. Das ist es also, das haben viele erwartet, werden erwarten, ob es dann so kommt, ist natürlich auf einem ganz anderen Papier geschrieben. Wölfe TV bedankt sich bei allen Zuschauern. Hoffen, ihr habt ordentlich mitgezittert. Wir hier auf jeden Fall. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bleibt uns wohlgesonnen. Gut Kick in die Runde. Und tschüss, schönen Abend. Your loving.